Mario Ammann, wir sind heute bei Sicheres Vorarlberg. Jetzt gerade am Wochenende ist ein schwerer Unfall passiert. Ein Rodler ist tödlich verunglückt. Auf was muss man denn beim Rodeln speziell achten? Ja, einmal ist die Ausrüstung, wo sehr, sehr wichtig ist. Ich muss schauen, dass ich einen Rodel habe, für mich passt, meine Fähigkeiten passt und der natürlich funktionstüchtig ist. Und das Zweite ist das Fahrverhalten an meinem Fahrkönnen anpassen und auch natürlich die äußeren Bedingungen. Unterschätzen denn viele Fahrer das Rodeln? Ja, also wir sind der Meinung schon. Wir haben im Jahr ungefähr 300 Verunfallte, die im Krankenhaus landen. Und das Risiko ist beim Rodeln, wenn man es jetzt gegenüber dem Skifahren stellt, um einiges höher. Woran liegt es denn, dass hier die Gefahr so viel größer ist? Ich denke, dass große Selbstüberschätzung dabei ist und auch die Vorbereitung dementsprechend schlicht gestaltet worden ist. Sind auch viele, die rodeln gehen, einfach zu schlecht ausgerüstet? Wir haben einmal geschaut, von dem her, das wäre gegangen. Also der Rodel hat Pass gehabt, es ist schon, die Schuhe waren in Ordnung. Das ist schon wirklich das Fahrverhalten, also die Selbstüberschätzung, dass man auch die Rodeltechnik nicht gehabt hat, gerade beim Bremsen, und dass es eher an den Sachen gefehlt hat. Wie sieht das speziell mit dem Nachtrodeln aus? Ja, da ist natürlich viel Spaß dahinter. Da, wenn ich mit der Gruppe am Berg hochgehe und danach vielleicht noch ein, zwei Gläschen trinke, spricht auch nichts dagegen, wenn man sich danach wirklich auch wieder selber an der Nase nimmt und wegen dem nicht schneller runterfährt, Abstand lässt. In der Nacht kommt natürlich dazu, dass das Licht dementsprechend gut sein sollte, dass man auch Stirnlampe dabei hat und beim Helm und mit der Skibrille ein helles Glas, damit die Sicht auch gewährleistet ist. Haben Sie Tipps für die Vorarlberger, die nach Rodeln gehen möchten, wo Sie sagen, auf das sollten Sie wirklich aufpassen? Ja, so brav die Vorarlberger beim Skifahren mit dem Helm sind schon mittlerweile. Also da haben wir 94%, die einen Helm tragen. So faul sind sie noch beim Rodeln. Also da könnte man ruhig noch mehr machen. Das verhindert vielleicht nicht den Sturz, aber zumindest eine gröbere Verletzung. Und ja, einfach, man muss nicht immer erst im Ziel sein. Man kann die Abfahrt genießen und dafür sicher und ruhig unten ankommen. Ruhiger Puls.